Sehr interessant an der Sache ist, dass sie eventuell einen verdammt starken Move ausführen können, und der von Colette ist einfach nur toll. Jeder, der Tales of Symphonia gespielt hat, kennt wahrscheinlich ihren Holy Judgment Angriff, bei dem sie einfach nur ihren Angriff verpatzt und dann so ein Mischmasch aus zwei sehr starken Angriffen ablässt. Den gibt's ja auch. Ich hoffe, wir sehen ihn. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, hat sie ihn gleich als allererstes eingesetzt. Und es scheint relativ häufig zu sein. Ich weiß nicht, ob das durch das Zufallssystem auftritt, aber es scheint relativ häufig zu sein, dass sich, wenn ein Gastcharakter sich neu anschließt, dieser Spezialangriff so ziemlich in der ersten Runde aktiviert. Wir werden sehen. Ja, ins Kampfgeschehen. Ein Wechsel im Menü auf Einstellungen, Chara-Menü, um ins Charaktermenü zu gelangen. Hier kannst du dein Team zusammenstellen. Und ich werde ins Essence-Menü befördert. Gut, dann rüsten wir erstmal aus. Ein Wertereinheit. Man kann das mit Rechtsklick hier einsehen. Das ist an sich so, bis auf weiteres, das totale Angriffs-Basher-Schwert mit keiner Verteidigung, mit einem Element, und zwar Licht. Lichtzauber verstärkt, außer stark, eignet sich nicht für die Verteidigung. Das ist, was ich gerade sagte. Okay. Wow. Lag in einem RPG-Maker-Spiel. Toll. So, wir rüsten unsere goldenen Schwerter aus. Ich habe, glaube ich, noch eins zusätzlich bekommen. Einfach die Verteidigungskarten. Ich nehme üblicherweise... Ich hatte, glaube ich, immer 6 Verteidigungskarten im Deck. Dabei bleibe ich auch so. Ja, Dolch ist eher für die Verteidigung. Das Messer für den Angriff. Das nehmen wir auch. Wie wir mal können. Pfeile sind total nutzlos. Also füllen wir noch mit Schwertern auf. Und das war's. Ich habe oftmals gedacht, dass dieses Spiel verbuggt war, weil ich nicht auf den Zurück-Button klicken konnte. Das lag allerdings daran, dass mein Deck noch nicht vollständig wäre. Es wäre sehr angenehm, eine Nachricht zu bekommen. Obwohl, bekommt man, glaube ich, irgendwo. Aber ja, ich habe hier vergeblich drauf umgedrückt und nichts ist passiert. Man muss das Deck vollständig gefüllt haben. Dann kann man auch zurück. So, dann lass mich erstmal speichern. Das Spiel beenden, Videosplitten. Ich habe nämlich vergessen, meine Vampire Raw Videos zu löschen. Deswegen wird meine Festplatte jetzt auch noch ziemlich voll sein. Und ich will nicht, dass auf einmal mein Rechner nicht mehr funktioniert, weil meine Festplatte voll ist. Also bis gleich. Ja, da hatte definitiv nicht mehr viel gefehlt. Gut, dass ich das jetzt gerade gemacht habe. Also, dann lasst uns doch mal einen Dämon bekämpfen. Ja, ich bin sicher, wir können es mit ihm aufnehmen. Lasst uns durch diese Tür gehen, die in eine 50 cm dicke Wand führt. Fantastisch. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Und, was hast du zu sagen? Gerade eben sind ganz viele Soldaten vorbeigerannt. Ist etwas passiert? Findest du meine Perücke eigentlich hübsch? Ja, sehr schön. Kerebos wird uns alle beschützen. Bestimmt. Was ist passiert? Die ganze Insel wurde erschüttert. Keine Ahnung mehr, welche Stimme er hatte. Ich glaube, ich habe nicht mal mit ihm geredet. So, wir müssen hier runter. Diese Phase ist dumm. Warum? Die Hintergrundmusik hat sich geändert. Gut. Der Dämon ist in der Nähe. Ich fühle es. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ist, weil der Stein, der hier vorher war, um den Weg zu blockieren, ist auf einmal verschwunden. Ich tippe ja auf Aliens. Also weiter. Eine attraktive junge Dame. Geh nicht so nah in den Abgrund. Die Barriere ist schwächer geworden. Von hier aus zu Base jumpen könnte tödlich enden. Überlass das einem Profi. Ich zeig dir die richtigen Orte, wo du runterspringen kannst. Hey, was ist los? Habe ich dich so erschreckt? Moment mal, ich glaube, ich sehe dich heute zum ersten Mal. Aber ich vergesse oft Gesichter von Leuten. Liegt wohl an meinem Affenhirn. Das bildest du dir nur ein. Ich bin's doch, Carina.
Carina, ich bin Carlas, nett dich kennenzulernen, aber dein Trick funktioniert nicht. Ganz so dumm bin ich auch nicht. Verdammt! Naja, du solltest schnell nach Hause gehen. Es ist gefährlich, solange sich hier draußen ein Dämon rumtreibt. Dämon? So sagt es Kerberos. Was? Das heißt Kerberos nicht was. Sei unserem König gegenüber nicht so respektlos, wie auch immer du bist. König? Bring mich zu ihm, sofort. Hey, du brauchst mich nicht gleich so anzuschreien. Ich bin zwar dumm, aber nicht taub, ja? Tut mir leid, jetzt bring mich zu ihm. Okay, ich bring dich zu ihm, aber... Eine falsche Bewegung und ich spieß dich auf. Mit meinem Speer. Moment, nein. Du bist so witzig. Ich hasse dich. Genauso wie Colette und Mio. Mach keine Witze. Nee, das ist mein Ernst. Psst, Carlas? Colette? Sei vorsichtig, ich traue ihr nicht. Wenn sie der Dämon sein sollte, müssen wir sie eh zu Kerberos bringen. Er soll entscheiden, was mit ihr geschieht. Du hast recht. Carina hat sich der Gruppe angeschlossen. Und wir bekommen ihr Deck schon. Na los. Gut. Kerberos Buch erhalten. Es handelt sich um ein Tutorial für dieses KS. Lese es sorgfältig durch, falls du nicht mit den Regeln des Karten-KS vertraut bist. Das ist im Menü unter Items abgelegt. Ein relativ ordentliches Tutorial, muss ich sagen. Ein Punkt gefällt mir nicht, aber auf den komme ich dann später mal zu sprechen. Beziehungsweise, ja, wie soll man ihn anders gestaltet haben? Aber wie gesagt, ich komme später darauf zu sprechen. Um im Item-Menü oder auch im Kartenmenü Infos zu den Gegenständen abrufen zu können, klicke sie mit der rechten Maustaste an. Yep, das sagte ich bereits. Schön, dass man es jetzt erfährt, wenn man das zweite Deck zusammenstellt. So, wir nehmen einfach den Finsterniszauber. Hauen alles rein, was wir kriegen können. 6 und füllen den Rest mit Pfeilen auf. Ach, obwohl solange sie noch keine weiteren Verteidigungs-Items hat. Ja, okay, das war sehr sinnvoll. Dein Deck ist voll. Ah, man bekommt eine Anzeige, wenn das Deck voll ist, aber nicht, wenn es nicht voll ist. Gut. Zurück. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die schlimmste Ausgeburt der Hölle, die es überhaupt in RPG-Maker-Spielen gibt. Ein Schleim! Nein! Nein! Er wird mich töten! Okay, das war's. Also, ja, ich werde jetzt sterben in diesem Kampf, deswegen kann ich auch gleich beenden. Auf Wiedersehen. Nein, natürlich nicht. Hier bin ich wieder. Ja. Okay. Wir setzen einfach brutale Waffengewalt ein, das heißt das Schwert der Reinheit und zweimal das Goldschwert. Und damit greift er den Schleim dreimal an. Und ja, wie ich sagte, hier ihr Spezialangriff. Whoops. I messed up. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber augenscheinlich, wie gesagt, also bei Colette war es jetzt 100% der Fall, bei zwei Playthroughs. Und Sakura hat ihn... Ne, ich glaube jeder außer Sakura hat ihn das erste Mal eingesetzt. Nun gut. Soll jetzt nicht heißen, dass wir später mal Sakura ins Team bekommen. Also, ihr habt nichts gehört. Ich muss weiter untersuchen und habe jetzt keine Zeit. Ja, es war etwas, was ich mal... Ah, genau. Die Finsternis. Wurde mir ja auch erzählt, wie das zu machen ist. Allerdings war ich vorher fies genug und habe mal direkt im RPG Maker nachgeschaut, wie das zu lösen ist. Also hier sind wir im Charaktermenü. Von den Haupt... Nein, nein, das war Käse, was ich erzähle. Also von den drei Leuten, die man im Team hat, also zwei Hauptcharaktere und ein Gastcharakter, kann man sich heraussuchen, wer der Overworld-Charakter ist. Also wer mit den Leuten spricht und so. Teilweise unterscheiden sich da die Dialoge. Man kann sagen, dass Carina ist die Magiekundige. Sie kennt sich mit Kräutern aus und sie hat keinen Skrupel, irgendwelche Sachen zu stehlen. Also es lohnt sich, die ganze Zeit mit ihr rumzurennen, sag ich mal. Gut, nein, das... doch, das ist das richtige Haus. So, die
Finsternis hatte ich eingesammelt und jetzt möchte ich gefälligst das Teil haben. Was zum... Ich fühle eine Essenz. Komm raus, ich weiß, dass du da bist. Ganz ruhig. Das scheint ein recht starker Zauber zu sein. Wenn ich etwas hätte, mit was ich das Licht dämmen könnte. Mit dem ich das Licht dämmen könnte, wäre auch keine schlechte Idee. Warte nur, jetzt gehörst du mir. Los, Finsternis, flieg und sieg! Ha, es hat geklappt. Na, bin ich gut oder bin ich gut? Du bist, zu viel Auswahl. Ich weiß nicht. Lichtlanze. Toll. Das ist nicht schlecht. Das ist definitiv nicht schlecht. Das war das falsche Menü. Das ist definitiv schlecht. Also nochmal. Ich bin vollkommen überfragt. Charaktermenü, genau. Karten und Karina. So, ein... dieser richtig crappy Pfeile rausnehmen und Lichtlanze rein. Ja. Welches von den beiden war eigentlich besser? 19 und 20. Okay, Lichtlanze ist etwas besser. Und generell eine bessere Wahl, weil es sehr wenige Gegner gibt, die Lichtresistenz haben. Es gibt etwas mehr Gegner, die Schattenresistenz haben. Aber auch nicht so viele. Gut. Ja, das wäre geklärt. Lustigerweise ist immer noch das zerquetschte Glühwürmchen in dem Fenster. Und es wirft weiter lustiges Licht in den Raum. Dieser Quest ist mehr oder weniger sinnlos, aber wie ich gelesen habe, war das... Verzeihung. Jetzt ist mir was im Hals stecken geblieben. Ich muss mal kurz abpusten. Moment. Ja. Wie ich gelesen habe, war das so ziemlich das erste, was im Spiel vorgekommen ist und deswegen ist es drin geblieben. Soll mir recht sein, eine Lichtlanze kann man immer gut gebrauchen. So, Perückentyp, du machst mir Angst, ich verschwinde von hier und helfe dem dicken Typen, der jetzt anscheinend von seinem Posten weg durfte. Gut, seine Dackelbeine haben wahrscheinlich beim Wegrennen nicht sehr geholfen. Wie gesagt, hohe Waffengewalt, immer das mit dem höchsten Angriff wählen, warum auch nicht, es hilft. Thy faithful servant ask us for thy blessing. Okay. Honor us with the special whoops. I messed up. Ja, Colette kann sich einfach nichts merken. Tja, wenn er nur im originalen Tales of Symphonia so oft eintreten würde wie hier. Wäre ich wirklich glücklich gewesen. Gut, dicker Mann. Stimme? Vielen Dank. Ich dachte, das wäre mein Ende. Was ist? Ich habe halt Angst vor Slimes. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, das sind die dämonischsten Bestien, die es überhaupt im gesamten RPG-Maker gibt. Das steckt jeden Leech und Vampirlord und Dämon und was es noch so alles für Standardgegner im RPG-Maker, also im RTP gibt. Es stellt alles in den Schatten. Slimes sind die Ausgeburten der Hölle. Merkt euch dies.